Heute mal direkt von mir aus der Halle. Ich werde euch mal ein bisschen was vormachen heute. Und wir starten heute mit Ballhandling. Alle Übungen, die wir machen mit einem oder mit zwei Bällen, ist es sehr wichtig, dass wir den Ball immer lange an der Hand behalten und nah am Körper behalten. Es bringt mir nichts, einen Handwechsel vor dem Körper zu machen, weil der Verteidiger rankommt, oder von Seite zu Seite, wenn der Ball weit aus der Hand draußen ist. Deswegen wollen wir immer bei einem Handwechsel den Ball lange in der Hand behalten, egal ob vor dem Körper, durch die Beine, hinterm Rücken, und immer mitgehen mit dem Ball, sodass wir ihn lange in der Hand behalten. Und immer nah am Körper den Ball behalten. Nicht hier vorne, sondern hier. Nah am Körper, um den Ball in der Hand zu behalten. Wir beginnen zum Warm-up mit ein bisschen Fußgelenksarbeit. Dabei machen wir Handwechsel vom Körper. Das machen wir sowohl vorwärts als auch rückwärts. Zweite Runde, Knie ein bisschen höher und auch die Handwechsel ein bisschen höher. Jetzt haben wir Kontrolle über den Ball gewonnen, haben uns mit dem Ball ein bisschen aufgewärmt und unser Körper ist ein bisschen warm. Jetzt können wir mit etwas schwierigeren Handwechseln beginnen. Jetzt haben wir immer nur einen Handwechsel hintereinander gemacht. Jetzt wollen wir die natürlich kombinieren. Das geht in verschiedenen Variationen und in verschiedenen Rhythmen. Jetzt nehmen wir noch die Innen-Out-Täuschung dazu, die im Spiel auch sehr wichtig ist, um die Spieler in die eine oder andere Richtung zu bringen. Spieler fragen ihre Trainer oft, wieso sie eigentlich zwei Bälle zum Dribbeln im Training nehmen müssen. Dabei kommt es nicht darauf an, irgendeine Game-Situation zu replizieren, sondern darum, koordinativ in der Lage zu sein, Hand und Auge zu verbinden und in der Lage zu sein, wenn zum Beispiel ein schneller Pass kommt, den zu packen oder wenn ein Dribbling kommt oder wenn man sich mal verdribbelt, den Ball schnell wiederzuholen, dass man schnell reagiert und trotzdem in der Lage ist, sein Dribbling am Leben zu erhalten. Mit zwei Bällen kann man natürlich erstmal gleichzeitig und wechselseitig dribbeln und noch viele andere Sachen machen. Jetzt kann man natürlich nicht immer nur mit Handwechseln arbeiten, sondern auch die Dribbelrhythmen verändern.
Wie ihr gesehen habt, habe ich versucht, den einen Ball doppelt so oft zu dribbeln wie den anderen Ball und dabei versucht, den einen Ball tief zu halten und den anderen oben. Da kommt es darauf an, dass man in der Lage ist, die beiden Gehirnhälften zu separieren und jeweils unterschiedlichen Druck auf den Ball auszuüben. Dies geht natürlich nicht nur eine Bahn immer gleichzeitig die gleiche Seite, sondern auch die ganze Zeit wechselseitig. Ein bisschen Abwechslung reinzubringen, jonglieren wir jetzt den Ball einmal oben rum und einmal unten rum. Dies dient auch der Hand-Auge-Koordination und sorgt dafür, dass so mit der rechten und der linken Hand eine Umstellungsfähigkeit entsteht, dass der Ball einmal von unten und einmal von oben genommen werden muss. Jetzt reden wir noch über die Ballführung. Man kann ja den Ball nicht nur von oben dribbeln, sondern auch von der Seite, von links nach rechts, von vorne nach hinten. Das üben wir jetzt sofort mit zwei Bällen. Das geht nicht nur gleichzeitig, sondern auch wechselseitig. Und nicht nur an der Seite, sondern auch vorne. Und jetzt beides gleichzeitig. Es gibt sicherlich noch viele andere Ballhandling-Übungen, die ihr auch zu Hause machen könnt. Ich finde dieses Programm sehr gut, weil man es alleine vor dem Training mit einem oder zwei Bällen machen kann. Dauert nicht länger als eine Viertelstunde, wenn man es immer bis zur Mittellinie zurück macht. Und verbessert Ballhandling ziemlich schnell. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und guckt euch noch mehr solcher Videos in der Playlist an. Ich bin Jay Nice, vielen Dank fürs Zugucken.